Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ja, dieser Mod wird noch recht spannend. Ich greife hier gerade mit dem Alexander Nagala an und hier oben schaue ich, dass ich mich hier ein bisschen verteidigen kann. Irgendwie sind die ein bisschen frech geworden. Ich denke mal, dieser Spion... Ist der zu alt? 49. 41. Ich denke, die halten noch ein paar Jährchen aus und nehmen die jetzt zurück. Wahrscheinlich wird Frankreich bald mal besiegt. Ich hoffe es aber noch nicht. Weil die müssen noch ein bisschen aushalten, damit Spanien nicht so stark wird. Hier habe ich ein Schiff. Ich möchte gerne hier ein paar drei. Ich nehme mal alle mit und tue die dann als Verteidigung in die Städte dort hinten. Weil ich denke, die Osmanen werden natürlich auch heute frech. Also hier muss ich verteidigen. Ich weiß nicht, was die machen. Ich verstehe es nicht. Okay, das ist gut, dass hier kein General ist. Hier ist nämlich auch kein General. Dass wenn diese hier angreifen, dass wir kein Familienmitglied verlieren. Also hier ist die große Stadtgarde am Bauen. Das ist gut. Danach kommt aber die Verwaltung dran, wenn ich es schaffe. Das ist ein Diplomat. Gut, ja, die fangen natürlich hier wieder an, uns ein bisschen die Ressourcen wegzunehmen. Ich muss es irgendwie... Ja, auch wenn wir es nicht... Ah, nur so wenig Geld. Haben wir irgendwelche Bauprojekte? Hier haben wir das Dock. Das können wir abbrechen. Ja, klar, das können wir abbrechen. Dann geht ja das. Machen wir das nochmal neu. Ich weiß nicht, ob das erkannt wird. Und machen hier dafür einen Hafen. Sehr schön. Wir haben hier alles bewegt, dann können wir eigentlich weiter. Eine Runde weiter. Speichern wir nochmals. Okay, hier unten war ein Spion. Wo war der? Der war ja bei den Mamelucken. Oder bei den Osmanen eher. Neue Braut für einen Mann, okay. Der war hier, genau. Wir brauchen hier einen Spion, der muss unbedingt hier zurückkommen. Der Rundenbericht sieht eigentlich relativ gut aus. Ah ja, jetzt weiß ich, was ich noch nachschauen wollte. Nämlich hier. Okay, da geht es jetzt wieder rüber. Okay. Und hier eigentlich auch. Also wenn jetzt zum Beispiel der hier unten den bekommt, geht es wieder hier rüber. Dann haben wir nicht mehr so ein kleines Loch drin. Weil die sind ja gestorben in einer Schlacht. Bei Konstantinopel. So, wir sind immer noch bitterböse. Oder unser Alexander, eher gesagt.
Ich möchte nur eigene Seiten und das ist nämlich die Mauern, die werden besser. Hier Gebiete. Scheint 5 zu sein. Ja. Sie haben 5 Reiche, dann werde ich 3 angreifen von denen. Gehe also hier eher nach rechts als nach links. Ich denke, die hoffentlich haben sie hier links noch ein paar Sachen. Weil ich möchte sie noch nicht ausrotten. Ich finde, ausrotten der Völker ist ein bisschen zu lame. Hier haben wir eher Reiter. Okay, machen wir mal noch nichts. Und machen da lieber ein... Ja, bringt's das? Kaufmann hier. Und... Hier unten kommt dann der Attentäter. Wo sind die jetzt hin? 2 sind hier. Ah, eine ist noch hier. Okay, naja, weiter. In Nicea haben wir einen Spion, das werde ich mir merken. Ich muss wieder nach hier oben. Irgendwo muss ja der Spion Edding sein, der Kaufmann, den wir annektieren sollen. Wir greifen hier direkt die Stadt an. So. Ja, Nachtangriff sieht schöner aus und auch... Ja, es bringt sonst nichts eigentlich, nur bei Autoschlachten bringt es etwas. Weil Kommando nicht wirkt, wenn wir selber irgendwas machen. Die Einheiten werden nicht stärker dadurch. Sie kommen vielleicht ein bisschen mehr Mut, ja. Aber da die Truppen sowieso erst eigentlich fliehen, wenn sie ja, fast down sind. Jetzt ist hier wirklich nichts. Okay, ist es hier nicht besser? Gehen wir doch hier rüber. So. Ja, danke schön, aber ihr müsst so. Reicht das? Ja, ja, die sind nur kleine Türmchen. Hallo. So. Ah, das sind so geile Truppen irgendwie. Sind eigentlich die besten Speerträger von, oder? Ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht. Sie ist nichts mehr. Dann mal los. Du hier. Und jetzt müssen wir noch die Türme finden. Ja, die greifen wir mal an hier. Das ist aber schnell gegangen. OP. Also,
Müsst ihr das angreifen? Könnt ihr das angreifen? Kann man nicht das Tor hier? Das kann man nicht zerstören. Ja, also Erfolg habt ihr so nicht. Da ist schon viel mehr Erfolg. Okay, der Turm ist down. Oh nein, der Turm ist da. Das sah nur so aus. Oh Gott. Könnt ihr nicht ein bisschen näher kommen? So, okay. Das haben wir geschafft. Jetzt diesen Wachturm. Der ist auch down. Machen wir zur Sicherheit noch den hier down. So. Und jetzt können wir eigentlich dann bald die Truppen nach vorne tun. Eigentlich können wir die jetzt schon hier hin tun. So. Oh, der wird schön. Yeah, bisschen haben wir getroffen. Was sind das für Truppen? Speerträger. Okay, 7% haben wir ausgelöscht. Okay, die Katapulte sind noch dran. Die treffen nicht so gut. Ja, ich möchte, dass der Wachturm bitte angegriffen wird, aber richtig. Jetzt. Gut. So, dann hört ihr mal auf zu schießen. Ihr greift. Ah, wir haben hier noch einen Wachturm. Ja, dann hört ihr mal auf. Jetzt machen wir das für die Truppen. Das mit den Truppen. So und so. So und so. Ich denke, das geht in Ordnung. Weil, schaut mal her, das sind Reiter und mehr nix. Also das sind Kataphrakte, Generäle natürlich, aber denkt mal mit dem Speer-Ding. Und die dort reinrasen, dann sind sie mehr als down. Die paar Verluste, die kann ich gut wieder regenerieren. So, jetzt. Ihr geht auch weg. Ja, es ist genug. Geht weg. Also.
Sollen wir Speereinheiten schon rein? Ja, weil es Generäle sind. Gehen wir schon mal rein und die unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Tun hier. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Na? Oh, das sieht cool aus. Nicht rein. Gut. Anständig sein. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ja, das haben wir schon mal recht gut geschafft. Jetzt alle, die schießen können, weg. Wir machen jetzt einen Frontalangriff. So. Danke fürs Erledigen. Jetzt los. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere feindlichen keine Verluste. Keine Verluste? Lol. Also die haben sich zurückgezogen. Keine Verluste. Haha. 0% Verluste. Gepriesen seien die Heiligen. Unsere Männer haben die Kontrolle über... Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer, die gesamte Christenheit, wird den Sieg, den wir heute errungen haben... Was? Männer verloren? Eins. Wo? Wir haben einen verloren. Okay, das sah man aber hier nicht. Wahrscheinlich am Anfang. Als wir reingegangen, also frontal drauf, weil die Reiter machen extremen Schaden. Beim Reinchargen. Beim Reinreiten. Okay. Aber das war doch gut. Oh, Sultan ist gestorben. Lobet den Herrn. Er hat uns gerettet. Unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. Dankeschön. Eine orthodoxe Kirche, bitte. Und hier mal mehrere Kaufmänner. Und dann bitte. So. Das können wir schon. Ja, okay. Wir bauen nichts vor. Wir brauchen das Geld. Ich denke, hier unten ist die Stadt. Und hier muss ja der Attentäter kommen. Lol, die greifen die Stadt. Die wollen die Stadt angreifen und hier ist ein heroistischer Sieg. Wahrscheinlich sogar von den Osmanen. Oh Gott. Nein, ich denke nicht. Oder? Kann schon sein. Also. Eine Stadtgarde bitte. Und hier oben. Ja. Lieber einen Ledergerber. So. Dann haben wir hier das Schiff irgendwo. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. Und Irland ist immer noch da. Oh Gott.
Weichen unbedingt. Yay, Level Up. Tyrannisch Anführer. Oh Gott. Durch seine fortwährende Unmenschlichkeit als Herrscher gilt er, so, gilt er weit und breit als wahrer Tyrann. Ja. Easy. Selbstverständlich, meine Herren. Wir trauen. Waffenstillstand. Wie können wir uns für dieses wundervolle Angebot revanchieren? Wir machen jetzt mal nichts. So, Feindseligkeiten beendet. Die Türme machen sich hier gut. Jetzt können wir ja noch ein paar Wachtürme dort unten machen. Haben wir sonst einen Ding? Der da. So, tun wir hier Truppen raus. Und machen hier Wachtürme. Einer hier und die anderen irgendwo anders. Wir ermorden alle. So. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen rot. Kaufmann. Ich werde hier einen Kaufmann machen und werde die losschicken. Bin unterwegs. 95%. Sehr schön. Der auch. Der schafft das, oder? Und der? Dankeschön. 92. Dankeschön. Und der schafft ihn auch, oder? 3. 2. Ach Gott. Vierundfünfzig jetzt. Ja, das können wir noch groß machen hier. Hier ja bewegen. Hier unten nach oben bewegen. Vielleicht finden wir hier ja noch eine Stadt. Müsste eigentlich so sein. Und hier haben wir jetzt ein großes Gebiet, das in unseren Farben strahlt. Sehr schön. Gut, dann der da. Der kommt hier zurück. Okay, ist überall Spanien, das ist nicht gut. Schauen wir kurz mal Spanien an. Okay, sie steigen natürlich auch auf, ich will sie nicht abwählen, ich will. Okay, Militär sind sie ja gut, aber Produktion sind wir stärker. Gebiete holen wir auf. Die haben 17, 18 Gebiete. Wir haben 14. Steht das hier irgendwo? Okay, 15 Gebiete. Ja. Und Finanzen sind beide schlecht dran. Aber das ist klar. Okay, Spanien, unser größter, stärkster Konkurrent natürlich auch, wie in fast jedem meiner Spiele bisher. Und hier haben wir einen Spion. Der Spion wollte ja hier nach drüben. Und
Er kann ja mal zur Brücke gehen. Hier ist auch eine heroistische Schlacht. Okay. Was ist mit der KI los? Oh Gott. Also ich denke, ich habe alles. Und ist hier noch eine. Hier oben ist eine. Also eine Rebellenstadt. Gibt's das noch? Ja, ja. Es ist noch viel nicht möglich. Hier kommt ein hoher Priester. Da muss ich aufpassen. Wir müssten hier eine orthodoxe Kirche bauen. Danach. Ja. Wichtig. Okay, jetzt aber nochmal speichern. Wir haben genug übrig. Ja. Nichts vergessen, super. So, wollen wir uns schon auf den Weg machen. Ja, das ist jetzt wirklich kein Problem. Hier ist gar noch nichts. Da müssen wir gut suchen. Ja, das Problem ist halt, dass wir jetzt schon Dings sind. Also, es ist nicht gut. Oder hier nach drüben. Genau, wir gehen hier drüben und holen die Ressourcen dort. Ist das der? Ich hoffe, der wird jetzt nicht den übernommen. So, Konstantinopel endlich abgesessen. Haben die Schwerter, die haben Schwerter, das sind nämlich nicht die Speereinheit. Gut. Dachte schon. Weil sie Lanzenreiter heißen natürlich. So einen Ledergerber. Wir haben schon so wenig Geld. Was ist mit unserem Geld los? Finanzen da unten. Ja, das größte Problem ist momentan wahrscheinlich die Armee hier. Also, Eure Majestät. Ich möchte angreifen. Moment kurz, Diplomatie. Die haben Verbündete, Ungarn, Mongolen ist egal, Ming-Dynastie ist auch egal. Greifen wir die doch an, fertig. Der raus. Die raus. Die raus. Die Reiter raus, auch wenn die kostenlos sind, jetzt sind andere kostenlos. Der raus. So. Ich denke mal hier oben rauslassen. Aber wir haben keinen Spion hier. Der Spion kommt erst.
Okay, lassen wir die ein bisschen auf dem Schiff. Und hier müssen wir unbedingt ein bisschen stärken. Es geht aber nicht so leicht. Also, uns fehlt es an Geld. Wir müssen ein bisschen Geld sammeln. Okay, die haben wieder Krieg. Wer teilt mir einen Befehl? Befehle? Marschiert! Wem stehe ich gegenüber? Niemand wird diese Armee aufhalten. Sehr wohl, Herr. Wachtum bitte. Jetzt sehen wir mehr. Jetzt müssen wir aber wieder abhauen. Hier rein. Ja, wenn wir das nächste Mal wieder so viel Finanzprobleme haben, das sieht so noch aus, müssen wir leider ein paar Einheiten irgendwo. Zum Beispiel diese Bauern hier. Das machen wir jetzt schon mal. Wir brauchen sie nicht mehr unbedingt. So haben wir hier für Einheiten nichts für Nahkampf. Da müssen wir die Steinmauer bauen, wenn wir Geld haben. Aber hier können wir den Steuersatz erhöhen. Hier auch. Okay. Das tönt schon mal besser. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viel erhöhen können. Also die Bauern taugen wirklich nichts. Die habe ich jetzt Ding verkauft. Hier brauchen wir die Armeen. Die sind zwar auch Bauern, aber nicht so viele. Kann man denn die nicht zusammen? Doch, die kann man zusetzen. So. Ist doch viel besser, wenn man die zusammensetzt. Nein, die lassen wir hier. Okay, hier müssen wir aufpassen. Aber der wird es schwer haben. Ich glaube nicht, dass der uns annektiert. Also, die Handelsübernahme macht irgendwie. Und hier sind die Städte im Ding, im Booten drin. Hier ist noch einer. Ja, hier unten weiß ich, dass da Städte sind, aber die muss ich jetzt nicht anschauen. Ja, okay. Gehen wir zuerst oben durch, dann unten zurück. So, hier habe ich. Hier muss ich noch hin. Gehen wir kurz hier hin. Okay, es ist nichts zu sehen. Ja, die greifen hier an. Also gehen wir heute das nächste Mal weiter hier. Hier sehen wir recht weit. Hier sehen wir bis nach Budapest. Zwei Türme sehen wahrscheinlich mehr weit. Die sehen weiter. Prozent. So, und jetzt
das machen wir unter Sicherheit, unter strengst vertraulichen Sicherheit, weil 95% ist immer noch 5% Fehlchance. So. Also, das nächste Mal ist zu erwarten Volkswachstum. Da lassen wir auf niedrig. Und hier muss ja auch auf niedrig. Hier ist auch gutes Volkswachstum. Also, ja, der General hier, der Spion hier, was macht er eigentlich noch hier? Aber es ist nichts los hier oben. Ich gehe runter zum Heiligen Römischen Reich und schau das an. So, der habe ich ja bewegt. Der bleibt jetzt einfach mal hier oben. Und wir... Okay, wir greifen noch... Wir greifen noch nicht an. Oder wir greifen dort an. Komm, das schaffen wir. Wir müssten schon fast hier angreifen, ja. Greifen wir einfach hier an. Und... Ja, das Problem ist halt jetzt, dass sie dann auch hier angreifen. Denke ich mal. Wir brauchen Kiew. Ah, komm. Da macht wirklich nichts. Also diese Einheiten hier macht wirklich nichts. Und ich denke, die gehen dann hindern und greifen Kaffa nicht an. Und wenn, dann haben sie ein Problem. Ich nehme dieses Schiff jetzt zurück. Und wem stehe ich gegenüber? Soll ich die von Bran und Adrianopel dann mitnehmen? Okay, egal. Der Kaufmann, der kann sich hier ein bisschen ausruhen. Nein, nicht übernehmen. Nein. Ah, dummes Teil. What the fuck? Wie weit sind die gerannt? Nein, nicht angreifen. Ah, oh, diese dumme. Ach, haben wir noch einen Spielstand? Wir haben sicher. Das ist jetzt wirklich scheiße von denen. Ich wollte nur ein Wachturm und die greifen einfach an. Das lasse ich nicht zu. Lasst mich. Okay, scheinbar. Haben wir nicht gespeichert. Scheiße. Ich muss hier mehr Truppen rüberholen. So. Und jetzt. Ja, kann man nichts hier machen. So, wir gehen hier weg. Ich muss den angreifen.
Geschäfte sind so gut wie in unserer Hand. Ja. Gut, haben wir jetzt wenigstens die Finanzen hier hochgestellt. Ja, das haben wir wenigstens noch. Gut, also jetzt nochmals aufholen. Schnell, schnell. Die haben wir alle bewegt. Ja, das ist ja kein Problem. Haben wir ja wirklich nicht mehr viel zu tun. Ja. Das Problem, wie lautet sein das Schiff wieder hier hin tun. Kaffer muss verteidigt werden. Dieses Schiff ist ja da. Okay, dann haben wir, denke ich mal, alles. Luna! Sie greifen trotzdem an, aber wir können uns jetzt verteidigen. Wir haben recht gute Einheiten. Okay, wie die Schlacht ausgeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe schon einen längeren Part jetzt. Die Schlacht wird sicher eine Zeit lang gehen. Dann beende ich jetzt kurz den Part und im nächsten Part geht es weiter. Bis dann. Tschüss.